Ja, Freunde, die Talentschmiede. Ich zeichne auf, damit wir diesen Monat auf jeden Fall fertig sind. Willkommen zu diesem wunderschönen Sonntag und wir gehen jetzt zu einem Spieler, der aktuell in der Stadt spielt, wo ich den Rest dieser Woche verbringen werde, nämlich Simon Steele, der aktuell beim FC Viktoria Köln spielt. Letztes Jahr, viele Kaiserslautern-Fans dürften sich noch an ihn erinnern, hat er in Kaiserslautern gespielt, ist mit ihnen aufgestiegen. Ist mit ihnen aufgestiegen und wurde dann weiterverliehen zum ersten FC Viktoria Köln, weil er gehört nämlich offiziell Hannover 96. Simon Steele ist 21 Jahre alt, kommt aus Deutschland, 1,82 Meter groß und Mittelstürmer und hat aktuell einen Marktwert von 200.000 Euro. In der dritten Liga hat er aktuell 27 Spiele absolviert, 4 Tore geschossen und 3 Vorlagen erzielt und ist eben, wie gesagt, eigentlich Spieler von Hannover 96. Er kann übrigens auch noch rechts außen und offensives Mittelfeld zocken. In Hannover hat der Mann noch einen Vertrag bis 2024, also bis zur kommenden Saison. Im Mittelrheinpokal absolvierte er 3 Spiele und im DFB-Pokal ein Spiel und das gegen die Bayern. Für Hannover 96 absolvierte er 36 Spiele, 20 Tore, 9 Vorlagen. Für Viktoria Köln insgesamt 31 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen. Für die U17 von Hannover 10 Spiele, 6 Tore. Für den ersten FC Kaiserslautern allerdings nur 9 Spiele und eine Vorlage. Für die zweite Mannschaft von Kaiserslautern 6 Spiele, 1 Tor, eine Vorlage. Dann für die Profis von Hannover 96 5 Spiele, ein Tor. Das, was ich gerade eben vorlas, war nämlich die U19 von Hannover 96. Und für die zweite Mannschaft von Hannover 96 3 Spiele, ein Tor. Ja, das Problem ist, er hat halt nur noch ein Jahr Vertrag. Frage ist, was macht Hannover? Wollen sie ihn weiter ausbilden oder sollte er vielleicht den nächsten Schritt gehen? Davon hängt vielleicht auch ab, ob Hannover sich jetzt weiterhin in der zweiten Liga halten kann oder nicht. Und mittlerweile sind sie ein Zweitliga-Club für die erste Liga. Reicht es jetzt halt hinten raus einfach nicht mehr. So krass muss man das jetzt einfach mal, oder so krass würde ich es jetzt einfach betiteln. Und dann wäre natürlich die Frage, wo sollte er hin? Sollte er vielleicht erstmal in der zweiten Liga bleiben? Grundsätzlich könnte ich mir natürlich vorstellen, er bleibt in Hannover und verlängert da nochmal. Ich meine, wenn nächstes Jahr sein Vertrag ausläuft, ist er 22 und kann dann immer noch für 3 Jahre in Hannover unterschreiben, bevor er den nächsten Schritt macht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er wieder zum ersten FC Kaiserslautern geht, auch wenn die gerade gar nicht schlecht dastehen. Die könnten, glaube ich, gerade auch für nächstes Jahr einen sehr fähigen Mittelstürmer gebrauchen, obwohl die halt Terence Boyd haben. Und generell alles, was in der Tabellenregion zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 5 bis 10 ist, da, das würde ich ihm schon zutrauen. Also dazu gehört meiner Meinung nach auch Holstein Kiel, dazu gehört meiner Meinung nach auch St. Pauli. Gerade auch, weil bei Holstein Kiel ja Fabian Reese wegbricht und er Rechtsaußenspieler ist, beziehungsweise im Sturm beheimatet ist und dementsprechend wird da eine Lücke frei. Dann, ich weiß es jetzt nicht, Magdeburg würde ich jetzt nicht zu 6 bis 10 dazu zählen, aber wer weiß, vielleicht könnte er da auch reinpassen, wenn das mit Baris Artig irgendwann mal nichts mehr wird. Oder vielleicht braucht man noch einen sehr fähigen zweiten Stürmer. Es gibt viele Möglichkeiten in der zweiten Liga, wo ich ihn sehen könnte, wo ich ihn sehen würde. Ich bin gespannt, wo ihr ihn hinpacken würdet.
Ja, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer offen für Anregungen und ansonsten bin ich an der Stelle raus für diesen Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, das Wetter passt einigermaßen, dass man vielleicht irgendwie was Schönes machen kann. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Thema Stadion-Vlog. Ich nehme das ja jetzt Stand jetzt Mittwoch auf. Müssen wir gucken. Also entweder käme er dann von euch aus gesehen morgen oder vielleicht ist er auch schon von euch aus gesehen gestern online gegangen. Das gucken wir mal. Aber es wird ihn geben. Und jetzt entlasse ich euch. Ha, hoi, tschüsselü und bis bald.